Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Jesus kam nicht für Religion. Jesus kam nicht für die Kirche. Jesus kam für dich. Er ist der, der dir persönlich begegnen möchte. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Ich möchte euch heute ein Geschenk geben. Ich habe heute nicht die Bühne voller Päckchen, sondern ein Geschenk. Und zwar das Geschenk für die Dunkelheit. Kennt ihr das Geschenk? Es ist das Licht. Das Geschenk für die Dunkelheit, das Licht. Wir sehen hier verschiedene Lichter, hier unter den Pfeifen viele, viele tausend Lichter. Wir sehen hier Kerzen, Lichter. Wir sehen hier so Weihnachtsbeleuchtung. Und wenn wir hier die unterschiedlichen Lichter sehen, sehen wir doch, dass selbst das kleinste Licht, obwohl wir hier sehr viele Scheinwerfer haben, das kleinste Licht noch heller leuchtet als diese, Lichtatmosphäre, die wir gerade haben. Und wir kennen, in unserer Zeit gibt es so viele verschiedene Lichter. Das ist ein modernes Licht und das ist relativ grell. Jetzt seid ihr die Stars. Das ist relativ grell. Heute kann man LEDs auch so hell machen. Nur das eine, und da komme ich auch gleich drauf zu sprechen, wenn man es ausgebraucht hat, geht es wieder aus oder macht man es wieder aus. Und das ist ein großer Unterschied zwischen diesem künstlichen Licht und dem Licht, was in Jesus ist. Wir kennen so viele verschiedene Lichter. Um in der Dunkelheit etwas sehen zu können, brauchen wir Licht. Und je dunkler, ja, es weiß jeder, je dunkler es ist, desto heller scheint das Licht. Ich habe so in meiner Jackentasche, wenn ich nachts unterwegs bin, so ein kleines LED-Lämpchen. Wenn du das jetzt anmachst, ist das sowas von unscheinbar, aber in der Dunkelheit, ich sehe in der Dunkelheit nicht so allzu gut, aber wenn ich das in der Dunkelheit anmache, zeigt es mir den Weg, zeigt es mir die Steine, die auf dem Weg liegen, und da ist Licht so sehr wichtig. Wir waren dieses Jahr ja unterwegs, haben Pastor Reinhard Bonnke besucht in Amerika und waren auch in New York, Times Square. Times Square, wer war schon mal im Times Square New York? Ja, einige. Da ist also das Maximale geboten, was man an Licht, an Werbung auf eine Menschheit loslassen kann. Jede Wand ist eine Fernsehwand, blinkend, da was, dort was und so weiter. Alles mögliche Licht. Das ist so ein Durcheinander dort, wo man sagt, ja, also jede Werbung möchte heller und greller sein und sich mehr behaupten. Es gibt auch das Licht, das uns den Weg zeigt. Wir sehen hier auch die Fluchtweglampen, wo man auch Licht dazu braucht, um den Weg zu zeigen. Und auch jedes unserer Auto hat hoffentlich Licht. Wir sind ja in 4 Wochen in Indien wieder. Und in Indien hat man so die Gewohnheit, dass man nachts ohne Licht fährt, aber 2 Meter, bevor man dem Auto begegnet, blinkt man auf. Und ich bin froh, dass das hier in Deutschland nicht so ist. Also das ist so eine chaotische Fahrerei in Indien. Dann blinkt man auf und dann, oh, da ist ja ein Auto. Und man kann eh nicht zu schnell fahren, weil ja, rechts und links ist ja dort überhaupt kein Thema. Man fährt dort, wo es Platz ist und nicht, wo die Regeln sind. Aber auch dazu braucht man das Licht. Doch all das Licht ist künstlich. Zieht man den Stecker raus, ihr habt es gerade gesehen, wenn ich den Schalter ausschalte, dann ist es aus. Wir haben ein Licht, das die Schöpfung geschaffen hat, und das ist die Sonne. Und die Sonne ist
das hellste Licht, das wir eigentlich kennen. Und ich kenne kein helleres Licht als die Sonne. Wenn wir sehen, wir haben durch unsere Fernseharbeit sehr, sehr helle Scheinwerfer. Stellst du die draußen hin an einem schönen sonnigen Tag, meinst du, dass da gar nichts ist. Also die Sonne überstrahlt das hellste Licht, das die Menschen überhaupt machen können oder erfunden haben. Aber was das Tolle ist an dem Licht Sonne ist, man kann es nicht ausschalten. Ja, man kann es auch nicht zudecken, man kann es nicht auslöschen, man kann es nicht abschießen. Heute wird so viel abgeschossen. Und man kann die Sonne auch nicht wegdiskutieren. Egal zu welcher Religion du vielleicht gehörst oder gehört hast oder ob du glaubst oder nicht glaubst, du kannst die Sonne nicht wegdiskutieren. Es kann mal so ein finsterer Tag sein, wo es ziemlich dunkel ist, Gewitterwolken am Himmel hängen und du denkst, jetzt ist Sonnenuntergang oder Weltuntergang, wollte ich sagen, jetzt ist Weltuntergang. Aber wir wissen alle, wenn man einen Flieger sitzt, fliegt über die Wolken, da ist die Sonne da pur. Also dieses Licht kann man nicht ausschalten. Aus der Sonne kann man auch sehr viel Energie gewinnen. Man kennt es in unseren Breitegraden, die ganzen Solarzellen. Es gibt noch keine Solarzellen für die Dunkelheit, weil in der Dunkelheit keine Kraft da ist, um für das Licht. Und ihr Lieben, und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Die Dunkelheit, die Finsternis ist auch so eine Sache, gerade so in den dunklen Monaten, wo wir jetzt gerade so leben, am Ende vom Jahr, da ist ja oftmals so, kommen die Erinnerungen hoch, manche älteren Leute sind einsam, die Kinder sind nicht mehr da oder was, der Ehepartner fehlt vielleicht und dann noch die dunkle Atmosphäre führt dann oft auch zu Depressionen und wo das Leid einem, wo man meint, das Leid ist noch viel, viel größer, hat auch ein Stück damit zu tun, dass das Ganze drumherum dunkler ist, rein, wie gesagt, von der Jahreszeit. Das sehen wir alles, was das Licht eigentlich für eine Wirkung hat. Die Sonne ist ein Bild auf das wahre Licht. Und das finden wir in Johannes 8, Vers 12. Jesus sagt, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Dunkelheit umherirren, sondern folgt dem Licht, das ihn zum Leben führt. Jesus sagt, ich bin das Licht. Jesus sagt, ich bin das Licht. Er hat nicht gesagt, ich bin ein Licht. Er hat nicht gesagt, ich bin das hellste Licht. Er hat nicht gesagt, ich bin das schönste Licht oder irgendwie sonst was, sondern er hat gesagt, ich bin das Licht. Nicht wir, nicht ich, sondern Jesus sagt, ich bin das Licht. Alles andere ist ein Licht. Und da gibt es Leuchten, da gibt es Armleuchter, da gibt es so viele Lampen, aber es sieht, nach einer Stunde wird dieser Leuchter nicht mehr brennen, weil das Material aufgebraucht ist. Und ihr Lieben, selbst die Sonne hat irgendwo eine Substanz, die zu Ende gehen kann. Aber der, der sagt, ich bin das Licht, wird nie zu Ende gehen. Es wird einmal alles vorbei sein, aber er wird existieren. Er sagt, ich bin das Licht. Gott hat uns Raum und Zeit gegeben. Raum und Zeit in unserer Zeit. Wie füllen wir den Raum aus? Er hat uns Raum gegeben, also Möglichkeiten, und hat uns Zeit gegeben. Wenn man an Weihnachten Zeit verschenken könnte, würde man es tun. Weil das fehlt uns doch alle, stimmt's? Machen wir was Sinnvolles oder nicht, das ist eine andere Sache. Aber meine Kinder, als sie noch bei uns in der Familie waren, ja, meine Kinder, unsere Kinder, als sie noch bei uns der Familie waren, wussten sie,
das Lieblingsgeschenk, was sie dem Papa schenken konnten, ein Tag irgendwas helfen. Weil dass man da wieder Zeit gewinnt, dass man schneller ist und vielleicht ein Stückchen Freizeit rausbekommt. Also Zeit ist was ganz Kostbares, aber er hat uns auch, unser Herr hat uns auch Raum gegeben und mit was füllen wir es aus? Ich habe hier das Puppenhaus unserer ältesten Tochter, die vorher gerade in der Orgel gespielt hat, die braucht es jetzt heute nicht mehr, aber zu ihrer Kindheit gebastelt, das war mal so in einer Hausfrauenzeitung, war so eine Bastelanleitung drin, habe ich das gebastelt, will es heute euch mal als Beispiel nennen, was ich euch jetzt gleich sagen möchte. Ihr seht hier viele, viele Räume und ihr seht hier, dass die Räume total unterschiedlich gefüllt sind. Da gibt es den Alltag, das Wohnzimmer. Und was kann man da ändern? Man kann vielleicht den Couch oder den Sessel umdrehen oder kann da ein bisschen was machen. Und es füllt auch den Raum aus mit Alltag. Es hat ein Regal drin und auch einen Fernseher mit der Hoffnung, dass er unser Programm schaut. Okay. Und ja, das ist der Alltag. Dann haben wir auch die Freizeit, die auch einen ganzen Raum ausfüllen kann. Für manche ist die Freizeit eigentlich das Leben. Die schauen, dass sie Geld verdienen im Job, aber Freizeit und Freizeit. Der eine vielleicht ja, Camping, der andere irgendwo Natur oder es gibt ja so viele Dinge. Also Freizeit kann auch einen Raum ausfüllen. Ja, und da habe ich meine ehemaligen Schulbücher mitgebracht, Gesetzesbücher von dem Beruf, als ich mal im Steuerfach gelernt habe. Die Gesetzesbücher, Bücher über Maschinenbau, Bücher über Wissen auf der Erde damals und heute heißt dieses Buch. Und da gibt es so viele Bücher und was mich zu interessieren hat, ist Steuertipps für gemeinnützige Vereine. Das sind alles solche Fachbücher und du kannst auch da den ganzen Raum füllen. Hier ist so ein Formelbuch, wie man was umrechnet. Kennt ihr noch von der Schulzeit? Da Sinus, Cosinus und noch so, solche Küsse. Gell? Okay, alles was da so gibt, kann man auch den ganzen Raum ausfüllen. Ich sage ja nichts gegen Bildung, aber man kann so viel Bildung in sich reinstopfen, dass man für nichts anderes mehr Zeit hat. Ja, und dann gibt es ja die viele heiße Luft, kennt ihr das, was man auch so, wir alle produzieren. So viele heiße Luft, wo man sagt, oh, größer, dicker, breiter und da können wir auch viel. Ich habe den größten Weihnachtsbaum, nicht ich, aber du sagst vielleicht, den größten Weihnachtsbaum und die größten Kerzen, alles viel heiße Luft, kannst du auch einen ganzen Raum ausfüllen. Und dann natürlich das, was sich automatisch bildet im Keller. Kennt ihr das? Unser Keller. Also unsere geht ja, aber vielleicht andere Keller, aber da kommt doch alles rein, was man nicht so braucht. Da kommt so, ach ja, könnte man noch brauchen und stellst da runter, dass, ja, wenn die Kinder mal groß sind, wieder Kinder haben, Spielzeug, all das und kennt ihr das? Und wir sind gerade in der Situation, holst du das alte Spielzeug von uns selbst? Das ist sowas von kaputt, dass du es gar nicht mehr brauchen kannst. Also den ganzen Keller, es ist auch, der Raum ist auch erfüllt. Nur ist halt die Frage, ist wirklich der Raum erfüllt mit dem, was es sein soll? Und wir strengen uns so an, die Räume zu erfüllen, Wissen zu haben, Freizeit, Lebensqualität zu haben. Wir versuchen, unseren Raum, der uns gegeben wurde, auszufüllen. Und es geht eigentlich viel, viel einfacher. Und zwar, indem wir den Schalter anschalten. Und ihr Lieben, wenn Licht da ist, ist sofort der ganze Raum erfüllt. Und ich sage dir auch, schalte das Licht ein in deinem Leben.
Schalte das Licht ein in deinem Leben. Das erfüllt deinen Raum mit Wärme. Das erfüllt deinen Raum, dass du nicht irgendwo an irgendwas stößt, sondern es erfüllt deinen Raum, dein Leben. Und du siehst auch das, was du sonst nicht zu sehen bekommst. Jesus sagt, ich bin das Licht. Ich bin das Licht. Jesus kann auch in deine Dunkelheit Licht hineinbringen, wenn du es möchtest. Und wir zwingen niemand etwas auf. Christentum sollte eigentlich nicht etwas sein, das man aufzwingt, sondern das man freiwillig annimmt. Weil wenn man es aufgezwungen bekommt, da gibt es so viel schräge Sachen. Und das soll nicht sein. Mit was ist dein Leben gefüllt? Jeder von uns ist mit etwas gefüllt. Es ist schön, wenn Sport oder was auch immer unser Hobby ist, dass das mit drin ist. Aber mit was ist unser Leben gefüllt, wenn wir einsam sind? Sagst du ja, mit Einsamkeit, ja. Aber das ist halt die Frage. Du kannst voll sein und doch kann es finster bei dir sein. Ja, die Finsternis, ihr Lieben, erfüllt von Finsternis oder sind wir erfüllt mit Licht? Wo das Licht hinkommt, flieht die Finsternis. Als ich heute Morgen hier reinkam, ich bin meistens so um 7 Uhr da, war es hier dunkel. Ich habe hier nicht gebrüllt, Finsternis, raus hier, ich bin da. Sondern ich habe einen Lichtschalter gedrückt und es war hell. Und ihr Lieben, manche versuchen die Finsternis hinauszuschieben oder die Finsternis irgendwo im Griff zu halten oder irgendwo einzudämmen. Ich sage dir, du schaffst es nicht. Ich sage dir, nimm das Licht und die Finsternis ist weg. Ihr seht es ja am ganz banalen Beispiel hier. Da quietscht es nicht oder irgendwie oder die Finsternis so zähflüssig raus. Nein, so wie das Licht eingeschaltet ist, ist die Finsternis weg. Du entscheidest freiwillig, was in dir ist. Wenn wir mit Licht erfüllt sind, können wir auch Licht weitergeben. Wenn wir mit Licht erfüllt sind, können wir Licht weitergeben. Und das möchte ich euch jetzt praktizieren, wenn ich es so schaffe, eine Kerze hier rauszubekommen. Jawohl, das Licht. Und ich darf die jungen Leute bitten, kommt doch mal nach vorne. Wenn Licht da ist, kannst du auch Licht wieder weitergeben. Finsternis und noch mehr Finsternis ist alles dunkel. Aber wenn du Licht hast, kannst du es weitergeben. Und jeder kann es weitergeben. Schaut, wie ich es jetzt dem Kai gebe. Und der Kai wiederum hat Licht, gibt es der Maike. Und die Maike gibt es dem Sam. Ist das nicht wunderbar? Und wenn wir jetzt auch Kerzen, und wir sind Menschen, die wirklich zum Brennen gebracht werden können, im Geiste. Und ihr Lieben, lasst uns doch an Weihnachten, lasst uns doch zumindest hier an Weihnachten mal den Gedankenanstoß haben, was gebe ich weiter? Gib das Licht weiter. Gib das Licht weiter. Danke euch. Danke euch. Das Licht weitergeben ist eine ganz, ganz, ich kann nur das weitergeben, was ich habe. Und wenn ich Licht habe, kann ich Licht weitergeben und ihr Lieben, es erfüllt den ganzen Raum. Licht bringt alles hervor, ihr Lieben, was im Dunkeln verborgen ist. Ja, geh mal in einen Keller rein, wo du schon 20 Jahre nicht mehr drin warst, mit so einer hellen Lampe, wie ich es euch gerade gezeigt habe, und leuchte mal rein. Du willst das nicht sehen, was da alles drin ist. Ja,
Und so ist es aber auch in unserem Leben, ihr Lieben, wenn Dunkelheit drin ist, da sammelt sich so vieles an. Und so vieles. Und du kannst irgendwo die Tür zumachen, indem du Schauspielen tust. Ja, mir geht's gut. Ja, im Prinzip alles. Und wenn du zu Hause bist, jammerst du und sagst du, oh, wo gibt's hier einen Ausweg? Ich weiß gar nicht mehr, wo es rausgeht oder wo es lang geht. Es heißt in Jesaja 9, Vers 1, das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht, hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Also das Licht strahlt aus über denen, die ohne Hoffnung sind. Gottes Gegenwart entwaffnet die Dunkelheit. Ohne Gebrüll, ohne irgendwelches, sondern lass Jesus in dein Leben hinein. Was ist Jesus für dich heute? Das Kind in der Krippe? Oder vielleicht Religion? Ihr Lieben, es ist so traurig, fast jeden Tag kommen Fälle auf uns zu, wo Menschen durch Religion so enttäuscht worden sind, so missbraucht worden sind, weil andere Menschen meinten, sie müssen irgendwelche Gesetzlichkeit der Religion durchsetzen und haben Menschen, Kinder, Verwandte oder was auch immer verletzt mit Religion. Ich sage euch, Jesus kam nicht für Religion. Jesus kam nicht für die Kirche. Jesus kam für dich. Und es ist wichtig, ihr Lieben, wir erleben so viel, gerade weil wir auch im Fernsehen sind, wie Menschen sagen, ich bin so enttäuscht von Gott. Sie sind nicht enttäuscht von Gott, sondern vielleicht von der Gemeinde, von der Kirche. Sie sind enttäuscht von Religion, weil da was gelebt wurde, was nicht ehrlich war, was vielleicht schief war. Ihr Lieben, trenne Gott und Menschen. Trenne Religion und Gott. Er ist der, der dir persönlich begegnen möchte. Er ist der, der dir persönlich begegnen möchte. Und das ist das, was auch Weihnachten ausmacht. Du brauchst nicht Religion, du brauchst Jesus. Wie groß ist er für dich? Wie stark lebt er in dir? Jesus ist nicht gekommen, um hilflos in der Adventszeit in unsere Not zu kommen und sagen, ja, du bist ein armes Ding. Ja, und ich bin auch arm. Dann sind wir zwei. Ist das nicht schön? Zwei Arme. Nein. Jesus ist nicht gekommen, um uns als Kind seine Hilflosigkeit zu zeigen. Ein Kind, wo wäh, wäh. Und die Menschheit macht du, 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 du. Ach, guck mal, er lacht. Ja. Nein, ihr Lieben. Er ist als Kind gekommen, aber er ist der König der Könige. Jesus ist nicht für die Kirche gekommen, ich habe schon mal gesagt, sondern für dich persönlich. Jesus ist gekommen, um die Werke des Feindes zu zerstören, wie es in der Bibel heißt. Er ist der, der sagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Er ist nicht das liebste Spielzeug für die Christen an Weihnachten. Er ist Gott allmächtig. Christ zu sein bedeutet, schalte das Licht ein. Schalte das Licht ein. Wenn das Licht kommt, ist die Dunkelheit in Lichtgeschwindigkeit verschwunden. Wisst ihr, wie schnell Lichtgeschwindigkeit ist? Ich habe es mir aufgeschrieben. 299.792,46 Kilometer pro Stunde. Und ihr Lieben, so schnell, wenn du Ja zu Jesus sagst, so schnell ist das Licht in dir. Es bedarf nicht einer Prozedur. Es bedarf nicht einer Prozedur oder irgendwelchen Formalitäten oder Beitrittserklärungen oder was auch immer. Es bedeutet ein Ja deines Herzens. Johannes 8, Vers 12, Jesus sagt, ich bin das Licht für die Welt.
Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Dunkelheit umherirren, sondern folgt dem Licht, das ihn zum Leben führt. Gott schenkte den Menschen das Licht. Es ist dein Geschenk. Ein Geschenk für die Dunkelheit möchte ich dir heute überreichen. Sag einfach Ja zu Jesus. Amen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.